Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen beim ersten Video im neuen Jahr. Ich bin irgendwie so ein bisschen aus dem Takt, weil wir hatten schön langen Urlaub, wir hatten 3 Wochen den Laden zu und hier war nichts im Laden. Es war hier keine Blume, es war nichts mehr drin, alles leer und wir haben uns auch... Es war ganz toll, dass wir nach Weihnachten diese lange Zeit hatten, uns zu erholen und... ich habe es einfach total genossen. Ich habe auch kein Video gemacht. Ich war auch überhaupt nicht in Verlockung, weil ich hatte ja kein Material. Also damit verbunden nochmal alle besten Wünsche für das neue Jahr für euch alle. Vor allem Gesundheit und viel Lebensfreude, viel Freude mit den tollen Blumen, mit der Frische und ja, viel Freude auch mit den Videos. Weil jetzt kommt ja wieder das erste und ich zeige euch mal so einen kleinen Jahresrückblick jetzt im Folgenden, wo einfach viele Videos, wo ich denke, boah, Wahnsinn, was wir alles so erlebt haben zu den Jahreszeiten und gemacht. Und es ist jetzt das neue Jahr und ich finde, es beginnt schon so mit so wunderschönen Blumen. Ich liebe Hyazinthen und die meisten, die sehen ja in den Videos eigentlich nur, wenn wir die Blumen verarbeiten. Die sehen, wenn wir Sträuße binden, wenn wir was Gepflanztes machen, aber die sehen eigentlich gar nicht die ganze Arbeit, die dahinter steckt, bis die Blumen hier so auf dem Tisch stehen. Also wenn ich zum Großmarkt fahre, dann komme ich hier mit ganz vielen Kisten und dann ist es erstmal stundenlang Arbeit, diese ganzen Vasen zu machen, die wir eh im Grunde genommen täglich frisch machen. Jeder weiß ja, wie Vasen nach ein paar Tagen aussehen. Dann wie die ganzen Blumen angeschnitten werden. Bei den Hyazinthen, da machen wir zum Beispiel nur einen Anschnitt, der ganz gerad ist mit dem Messerchen. Ja, die haben ja ganz weiche Stiele. Da lassen wir auch ganz oft, Moment, muss ich mal gucken, hier diesen Stempel zum Beispiel hier unten dran, ja, das ist wie so ein Stempel hier. Und andere Blumen, die müssen schräg angeschnitten werden, die haben einen hohen Wasserbedarf. Dann andere wiederum werden oft noch gedrahtet, wie die Gerbera. Die Nelken, die dürfen nicht im Knoten angeschnitten werden. Und also da müssen wir natürlich die ganzen Blätter abmachen. Hier oben sind noch welche, die Rosen entdornen. Und das ist alles... unheimlich viel Arbeit, bis dann diese Blumen hier so stehen und der Kunde kommt dann immer so rein und sagt, ach wie schön. Und manche, die denken ja auch, ich komme vom Großmarkt und packe das alles nur aus den Kisten aus und stelle das so in die Vasen ein.
Nein, das ist weit gefehlt. Und wir haben auch eine Mitarbeiterin, die dann uns immer hilft beim Anschneiden. Und die hat schon gesagt, boah, ich hätte nie gedacht, dass das so lange alles dauert. Ja, also es dauert unheimlich lang. Und das Ergebnis ist dann immer unser Tisch. Wobei ich sagen muss, wir haben erst angefangen und heute habe ich tatsächlich für meine Verhältnisse relativ wenig Blumen hier. Und ich wollte auch noch mal eine Besonderheit sagen, zum Beispiel ist auch wunderschön, jeder liebt ihn, ist der Schneeball, der hier so schön zartgrün, ja, zartgrün in der Anmutung ist. Der trennt sich auch ungern von den anderen, die Stiele. Und die brauchen tatsächlich so einen richtig langen, langen Anschnitt, ja. Die muss man mit dem Messer ganz lang anschneiden. Also wir brauchen wirklich viel Verschiedenes, also natürlich gute Floristenmesser. Wir brauchen viel Werkzeug. Wir haben viel Grünmüll wegzufahren, wenn die Blumen angeschnitten sind. Dann gibt es natürlich auch viel zu beachten. Es gibt Blumen, die brauchen wenig Wasser. Ja, andere brauchen Rosen, hätten gern hohen Wasserstand. Also es gibt immer hier viel zu tun und viel zu lernen. Es muss also vieles so Hand in Hand laufen, bis alles so steht und bis dann der Kunde reinkommt und sagt, ich hätte jetzt gern einen Strauß. Ja, und manchmal haben wir dann natürlich schon ein Sträußchen stehen. Das ist jetzt so eine Frühlingsvariante, so ein kleiner Strauß mit Tulpen, mit Hyazinthen. Und kleine Besonderheit ist natürlich auch an den Sträußen mit Tulpen und Hyazinthen. Tulpen und Hyazinthen wachsen im Strauß weiter. Ja, die wollen also weiter. Es gibt andere Blumen, die wachsen nicht weiter in der Länge. Das sind also diese Chrysanthemenarten. Und nach ein paar Tagen sind natürlich schon gewisse Blüten etwas höher. Und mancher, der sich einen Strauß für zu Hause gebunden hat, wundert sich, wenn er nach ein paar Tagen eine ganz andere Form hat. Also am besten ist eigentlich nur Blumen, die weiter wachsen, miteinander zu binden oder Blumen, die nicht weiter wachsen, wie Rosen, Schneeball, andere. Ja, und dann nochmal so zum Thema Ladengestaltung. Also wir haben jetzt hier auch alles, wir haben hier wieder schöne Grünpflanzen gekauft. Was auch ein Träumchen ist es hier, das ist ein Zimmerwein. Also der will wirklich nur drin sein, auch Cissus genannt. Und der hat also diesen wunderschönen langen Ausschweif. Und es gibt auch eine andere tolle Hängepflanze, eine Leuchterblume. Da erzähle ich euch in einem anderen Video mal was dazu, weil die ist auch hochinteressant. Ja, und dieser Zimmerwein, der will immer gern ein bisschen feucht gehalten werden und nicht im Wasser stehen. Und wenn man den dann so irgendwo runterhängen hat an so einem Regal, ist das ja auch wirklich eine traumhafte Pflanze. Und so eine Gestaltung lebt auch davon, dass wir eben im gleichen Gefäß verschiedene Pflanzen haben und dass wir eben gleiche Farben und Gefäßformen gruppieren. Und jeder kennt so dieses Phänomen auf der eigenen Fensterbank, dass ja, wenn man so viele verschiedene Gefäße hat und die Formen und Farben passen eigentlich gar nicht zusammen, dann sieht es überhaupt nicht so schön aus. Und es lohnt sich also schon, auch mal zu sagen, dass man sich, um zu gruppieren, in verschiedenen Größen, das sind jetzt auch allein schon drei Glasgrößen drin, dass man sich in verschiedenen Größen Gefäße zulegt. Ja, sieht man hier jetzt an den Seegraskörben in zwei Größen. Hier ist das Glas, das weiße Glas in zwei Größen. Ich versende übrigens auch immer Gläser, Körbe, wie einige von euch wissen. Und wenn ihr dann mal sagt, oh, zum neuen Jahr hätte ich jetzt gern mal so ein neues Outfit für meine Fensterbank oder für so einen Bereich. Es lohnt sich mal umzugruppieren und einfach mal alles so richtig frisch zu machen. Frische ist ein gutes Stichwort, weil es gibt hier noch was zum Thema Frische. Hier haben wir jetzt noch unsere Schaufensterdeko mit Zapfen, mit Konifere. Da gibt es auch etwas noch zum Thema Frische, aber das kommt nicht in dem Video. Das ist eine kleine Vorausschau. Da wird es was anderes geben, aber das machen wir erst nächste Woche. Ja, und das Videothema heute hat auch was mit Frische zu tun, weil mit Tulpen, aber nicht mit Tulpen im Topf. Ja, das sind jetzt so Tulpen im Topf, die auch ganz süß sind, so in der Dreiergruppe, die Zwiebelchen. Sondern wir haben jetzt die Königin der Tulpen ausgewählt. Das sind die französischen Tulpen, die ganz langen. Dazu gehen wir jetzt mal in den Arbeitsbereich und da zeige ich euch das heutige Video. Ja, also bei Tulpen gibt es ganz viele verschiedene Sorten, wie ihr sicherlich wisst. Und hier ist zum Beispiel eine sehr schöne gefüllte pinkfarbene Tulpe. Finde ich auch, gefüllte Tulpen sind natürlich immer ein bisschen wertiger als andere Sorten. Finde ich schon sehr, sehr schön. Ja, hier ist so ein richtiger Farbklecks.
Tulpen sind übrigens relativ unempfindlich gegenüber Kälte. Und Tulpen kann man bis 0 Grad auch tatsächlich vor die Haustür stellen. Wir haben jetzt bei uns 2 Grad hier in Königstein. Und ich habe die außerhalb vom Video vorm Laden stehen, weil es gibt nicht viele Pflanzen und Blüher, die man draußen hinstellen kann. Die stelle ich hin, um zu zeigen, wir haben offen, wir sind da und haben diese tollen, diese wunderschönen leuchtenden Tulpen. Die sind ganz klasse. Und das ist hier auch eine ganz tolle Tulpe, die heißt Strong Gold. Und das ist eine Sorte, also die ich wirklich liebe, weil die ist so, die ist sehr, sehr stabil und ist immer sehr fest im Stiel. Und die hält auch gut. Also wenn ihr Strong Gold Tulpen, sind richtig tolle Tulpen. Das sind eine meiner Lieblinge. Und ich finde, ich brauche auch ein bisschen Leuchtkraft für im neuen Jahr. Ja, und hier ist natürlich jetzt was ganz Außergewöhnliches, richtig Tolles. Hier haben wir französische Tulpen. Und ich nehme schon mal hier eine raus. Das sind französische Tulpen. Die sind wunderschön lang und ich muss sie einfach mal kurz vergleichen mit der Länge dieser anderen. Also die haben fast die doppelte Länge und das macht die natürlich auch so elegant und die haben so eine wunderschöne Anmutung. Die halten auch, französische Tulpen halten eigentlich auch sehr, sehr, sehr gut in der Regel. Und haben ja manche gesagt, oh Margit, kannst du nicht mal einen Strauß zeigen, so in einen lang gebundenen Parallel. Und ich dachte, klar kann ich das. Heute mache ich das für euch und habe mir auch dann ein bisschen was ausgedacht dazu. Und zwar, es gibt jetzt auch, wenn man draußen spazieren geht, findet man es ja auch manchmal, roter oder grüner Kornus, diese Kornuszweige. Und manchmal haben die vom Frost, haben die vielleicht ein paar kleine braune Spitzen. Nimmt man einfach die Schere und zwickt diese Spitzen ab und dann sehen die auch perfekt aus. Das macht man ja eh mit vielen Dingen nach dem Winter, so einen kleinen Rückschnitt. Ja, diese Kornuszweige. Und dann wollte ich noch einen ein bisschen langen Eukalyptus nehmen. Eukalyptus ist ja auch ein sehr, sehr, sehr schönes Grün. Das findet ihr leider nicht draußen. Ja, das müsst ihr beim Floristen kaufen. Eukalyptus, natürlich wie immer erstmal die Blätter in der Bindestelle wegmachen. Und eigentlich reichen da fast schon 2 oder 3 Zweige Eukalyptus, um einen schönen Strauß zu binden. Genau, wenn man an einem Stiel, da reichen 2 Zweige. Der ist jetzt wirklich groß genug. So, und da mache ich auch die Blätter ab. Also immer keine Blätter in die Bindestelle, keine Blätter ins Wasser. Weil wenn Blätter im Wasser sind, dann wird das Wasser schneller schlecht. Und am besten macht man die Blätter vor dem Binden ab, weil wenn man bindet, hat man nicht so viel, kann man das nicht so gut greifen alles. Und der Strauß, den ich jetzt heute machen möchte, ist eigentlich ziemlich schlicht und lebt eigentlich von seiner schlichten Eleganz. Das heißt, ich nehme ein paar Zweige, ich nehme ein paar Tulpen, die ja auch noch weiter wachsen, die Tulpen, die bleiben ja nicht in der Länge. Und arrangiere die Tulpen, so dass die natürlich schön zu allen Seiten rausgucken. Nehme die Zweige so ein bisschen gestuft. Und kann hier eigentlich mit wenigen Tulpen, ist natürlich auch, weil die französischen Tulpen sind schon auch super edel und elegant. Könnt mal euren Floristen fragen nach französischen Tulpen. Ist jetzt natürlich auch ein Artikel, den es, Gott sei Dank aus Floristensicht, nicht im Supermarkt gibt, weil die sind schon was Besonderes. Aber wenn man zum Beispiel für einen Geburtstag oder wenn man einer Freundin was Tolles schenken will, auch immer eine ungerade Anzahl macht sich immer schöner als eine gerade Anzahl. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich nehme eine ungerade Anzahl. Es gibt natürlich auch weiße französische Tulpen, die sind jetzt noch länger als die anderen, aber sie zeigen noch keinerlei Blüte. Deswegen lasse ich die weißen weg, weil die jetzt in dem Strauß fürs Video heute nicht so viel Wirkung machen. Ich nehme 5 französische Tulpen und habe dann eigentlich, so lass eine ein bisschen höher stehen, und habe jetzt eigentlich schon mit 2 Stielen Eukalyptus, mit 2 Stielen von dem grünen Kornus, und mit 5 französischen Tulpen einen
wie ich finde, richtig schönen Strauß gebunden. Und ich glaube, jeder, dem man diesen Strauß schenken würde, ich habe ja noch ein kleinen halben Eukalyptus, jeder, dem man diesen Strauß schenken würde, der wird sagen, boah, toll. Also ich würde ihn mir sehr gern schenken lassen. Ja, und von der Bindetechnik her ist auch ganz interessant, während wir bei den rundgebundenen Sträußen immer auf die Spirale achten, habe ich jetzt, guckt mal, wie schön es ist, wenn man eine gute Gartenschere hat. Blende ich euch nochmal ein. Floristik24 verkauft diese tollen Damen- und Floristenscheren und die schneiden auch wie der Teufel. Ja, und nochmal zum Thema Bindetechnik. Während ich bei rundgebundenen Sträußen immer in der Spirale anlege, habe ich jetzt hier tatsächlich parallel angelegt. Die Stiele gehen alle gerade nach unten. Ich brauche hier eigentlich keine Spirale. Ich habe genug Länge und viele fragen dann immer noch mal zum Thema Binden. Also ich wickel den Bast schon ein, zweimal um den Strauß rum, kann dann den Strauß hier vorsichtig ablegen auf dem Tisch. Vorsichtig immer, dass die Blütenköpfe nicht hin und her rutschen. Das ist ganz wichtig. Die Tulpen, so knospig, die würden mir das verzeihen. Aber es gibt ja auch Rosen, vor allem weiße Rosen sind sehr empfindlich. Und da wäre es jetzt Frevel, wenn diese Blütenköpfe auf dem Tisch rumrutschen und damit beschädigt werden. Jetzt kommt natürlich noch das i-Tüpfelchen. Das ist dann eine schöne Vase, wahlweise, egal ob die jetzt hell oder dunkel ist. Die Vase ist eigentlich schon toll. Die ist echt schon perfekt. Und wenn jemand sagt, boah, ich bin aber ganz anders eingerichtet, man könnte den Strauß, man könnte ihn tick kürzen, ich würde es aber gar nicht machen, weil dann kann ich nämlich nachschneiden, wenn ich das Wasser frisch mache. Und ich finde, er wirkt in der dunklen Vase fast noch eleganter als in der hellen. Aber das ist natürlich persönliche Geschmackssache. Und das sind jetzt auch richtig dicke Vasen, die einfach was hermachen. Ja, und so schnell ging dieser elegante, edle Strauß mit wenig Materialien und der ja auch noch, wenn die Tulpen aufgehen, der sich auch noch entfaltet und seine Farben und seine Blüten, ja, unheimlich viel Freude damit macht. Ja, das war schon heute mein erstes Video im neuen Jahr. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und auch der lange Strauß, der war auf eine Anregung hin von einer YouTuberin, die hat es in die Kommentare geschrieben. Also schreibt mir rein, wenn ihr euch was wünscht oder wenn ihr Anregungen habt, Änderungen. Ich freue mich immer über eure Überleben im Kanal und ich freue mich auf euer Feedback. Und ich freue mich auch, dass ihr dabei wart. Und wünsche euch ganz viel Freude beim Nacharbeiten und Nachbinden. Und sage bis bald. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.